Wenn es zu intim ist, antworten Sie nicht. Doch als Sie diesen Beschluss trafen, sind mit Ihnen Ihre Frau und Ihre zwei kleinen Kinder geflüchtet. Wussten die davon? Nein, meine Frau wusste zunächst nichts. Sie hätte es nicht ertragen können. Ich habe versucht, so zu tun, als ob die Heimat es mir befohlen hätte. Sie ist die Frau eines Offiziers. Ich habe gesagt, komm, gehen wir. Das war alles. Sie wusste nicht, wie und wohin wir gehen. Sie wollten fragen, ob dieser Held ein tragisches Ende verdient hat. Ja, ich verstehe, dass es ein tragisches Ende nehmen sollte. Doch ich habe zwei Kinder. Natascha war damals 6 und Sascha war 2 Jahre alt. Nehmen wir an, ich stehe nachts auf und muss mir das Leben nehmen. Das ist beschlossen. Tanja aber schläft, sie ahnt nichts. Ich muss sie töten. Ich verstehe das. Ich zittere. Warum zittern Sie denn? Nennen Sie mir doch eine Alternative. Ich kann mir doch nicht das Leben nehmen und Sie zurücklassen. Im Buch habe ich dieses Jammern, diese Tränen, diese Melodramen ausgespart. Im Buch bin ich allein, ohne Familie. Doch die Familie ist bei mir. Ein Diplomat, er ist wie ein Priester, kann nicht ohne seine Familie sein. Das sind meine Geiseln, ich habe sie mitgenommen und ich kann nicht einfach weggehen. Das wäre auch Feigheit. Wenn ich weggehe, was wird aus Ihnen? Was geschieht mit Ihnen, wenn Sie allein zurückbleiben? Sie war verheiratet mit einem Diplomaten, Geheimdienstler und Offizier. Und nun bringt man sie voll Schande zurück in die Sowjetunion. Sie hat 2 Kinder. Wer braucht sie? Geben Sie uns, wenn möglich, einige Einzelheiten, wie Sie geflüchtet sind. Einzelheiten, wie ich geflüchtet bin? Na, unerwartet, unvermutet spüre ich, dass ich unschuldig bin. Ich bin ein guter Kerl, ich werde arbeiten, bitteschön. Geben Sie mir eine Aufgabe. Doch man feuert mich für nichts. Was danach kommt, weiß ich nicht. Ich sage zum Teufel mit euch. Dazu beschäftigt mich noch der Eisbrecher. Ich schreibe meinen Eisbrecher. Ich werde gehen, die Tür zu knallen. Morgens ging ein Flug nach Genf. Samstags hatten wir eine Maschine. Und da bekomme ich die Nachricht, außerplanmäßige Maschine kommt am Sonntag. Oha, oha. Zuvor flüchtete aus New York Arkadi Schewtschenko. Sein Sohn aber befand sich in Genf. Man hat ihn zurückgebracht. Und ich hatte mit dieser Rückführung indirekt auch etwas zu tun. Das war im Mai 1978. Ich flüchtete im Juni. Ich weiß, was eine Rückführung bedeutet und was eine außerplanmäßige Maschine ist. Vielleicht gingen die Nerven mit mir durch, doch als ich dann nachfragte, stellte sich heraus, dass die Maschine kam, einen Tag dort stand und dann leer wieder zurückflog. Also ich dachte, ich werde kein Esel sein. Was geschah vor der Flucht? Keine ideologischen Gründe, nein. Es gab andere Gründe. Was die Kollegen 2 Wochen vor der Flucht bemerkt haben, ist Folgendes. Er befand sich in deprimierter Verfassung, in schlechter Stimmung, was im Allgemeinen für ihn eher merkwürdig war. Was geschah davor? Vor ungefähr 3 Monaten kam ein neuer Leiter der Geheimdienstverwaltung, untersuchte seine Tätigkeit, sein Benehmen und verhängte gegen ihn eine Strafe. Das bedrückte den sensiblen Resun sehr. Er fing an, davon zu sprechen, dass das Verhältnis mit dem neuen Chef schlecht war, dass dieses Konsequenzen haben wird und so weiter und so fort. Gleich danach, am 10. Juni, war er schon weg, geflüchtet. Dabei hatte man einen Überfall vorgetäuscht und hat ihn sozusagen entführt. Der Tag ging zu Ende, die Nacht kam. Ich erfahre, dass ein Flugzeug kommt, dass man mich evakuieren wird und dass ich meine Tanja mit den Kindern abholen muss. Sie werden mich dann zu Hause festnehmen. Daraufhin kehrte ich nach Hause zurück, fahre in den 6. Stock hoch. Es war um Mitternacht. Tanja schaute fern. Leg dich schlafen. Ich mache das Fenster auf, schließe die Tür. Ich will nicht fliehen. Ich muss überlegen. Ich überlege hin und her. Dann dachte ich, das waren wohl nicht die Nerven. Ich bin noch nicht nervös. Sie werden mich wohl rückführen. Ich will das nicht. Ich wecke sie und die Kinder. Es war ungefähr 4 Uhr morgens. Ich weiß, wie eine Evakuierung durchgeführt wird. Sie werden erst nach 4 Uhr morgens kommen, früher nicht. Sie überfallen dich wie Hitler.
Und so nehme ich sie in Empfang, öffne vorsichtig die Tür. Ich weiß nicht, was ich damals in der Hand hatte, das Bügeleisen oder einen Schraubenzieher. Mit einer Pistole in der Hand wäre es unangenehm, nicht üblich, weil ich ja ein Diplomat war. Dann steige ich vom 6. in den 7. Stock und fahre mit dem Fahrstuhl ins Untergeschoss. Ich mache das Tor auf. Ich nehme nicht die Aus-, sondern die Einfahrt. Ich fahre raus, stelle den Wagen nicht weit vom Haus ab. Ich warte und warte, denn ich wollte nicht fliehen. Kurz nach 4 Uhr dann, Licht in meinen Fenstern. Sie haben das Licht eingeschaltet. Na dann, habe ich gesagt. Und wo war die Familie? Bei mir, im Auto. Na, denke ich, ich muss wohl doch abhauen. Ich wandte mich an die britischen Behörden. Was später passiert ist, ist nicht mein Geheimnis. Ich würde es gerne erzählen, doch es gehört mir nicht. Es gehört Ihnen. Sie sind sehr, sehr professionell. Hopp, und dann haben Sie mich weggebracht. Interessant ist aber auch eine andere Begebenheit. Als er flüchtete, rief er am nächsten Tag seinen Bekannten in der Vertretung an und stellte die Frage, sucht man nach mir? Verstehen Sie? Was hat das für einen Sinn, wenn man geflüchtet ist? So eine unausgeglichene Psyche. Verstehen Sie? Damit Ihnen aber verdeutlicht wird, was für eine Psyche das war, habe ich eine Charakteristik mitgebracht. Das ist keine offizielle Charakteristik, doch Sie werden verstehen, von wem sie stammt. Im Laufe von 3 Jahren, von 1971 bis 1974, studierte ich im gleichen Studienjahr mit Resun. In unserem Kollektiv galt er als der Jüngste. Wir nannten ihn Pavlik Morozov und er war immer von unserer Aufmerksamkeit umgeben. Seinem Charakter nach war er ruhig, doch nicht ausgeglichen. Ihn schmerzte jeder Misserfolg. Er war sehr emotional, empfänglich und wurde weiß im Gesicht vor Prüfungen und Testaten. Dabei gelang es ihm nie, seine Aufregung zu verbergen. Die Stimme zitterte, die Haut wurde bleich, die Stirn wurde mit Tröpfchen von kaltem Schweiß bedeckt. Das Herz, wie er sagte, sprang aus der Brust, die Hände zitterten leicht. Seine Bewegungen wurden hastig. Das alles hielt ich als Arzt, und das schreibt ein Arzt, für Folgen seiner Jugend, eines noch nicht ausgebildeten Charakters, eines noch nicht erstarkten Nervensystems, einer übermäßigen geistigen Belastung und Übermüdung während des Studiums. Doch vom Standpunkt der Psychologie aus sind Personen mit einem solchen labilen Nervensystem geneigt, völlig unerwartete Entscheidungen zu treffen, besonders in Stresssituationen. Ich stelle die Frage, hat man mir nun bloß auf den Schwanz getreten oder bin ich ein großer Kämpfer gegen das Regime? Ich antworte, man hat mir auf den Schwanz getreten. Ich persönlich bin geflohen, weil mir das System auf den Schwanz getreten hat. Der Mensch sagt mit einer Offenheit, die an Zynismus grenzt, dass er kein Kämpfer gegen das Regime sei, kein Dissident, dass das System ihm einfach auf den Schwanz getreten hat. Valery Gennadievich, Sie hätten damit einiges unmittelbar zu tun. Ja, ganz genau. Wir würden gerne wissen, was Sie dazu meinen. Wissen Sie, mich verwundert ein wenig die Fragestellung darüber, dass man ihm auf den Schwanz getreten ist. Wir haben ihn nicht für irgendetwas schuldig gehalten. Umso weniger unternahmen wir irgendwelche Schritte, um ihn von dort zu evakuieren. Wir hielten ihn für einen perspektivreichen Offizier. Wir verlängerten ihm noch um 1 Jahr die Dauer der Dienstreise. Wir planten ihn als einen perspektivreichen, erfolgversprechenden Offizier im Zentralapparat unserer Hauptverwaltung einzusetzen. Wenn Herr Resun davon spricht, dass man ihn angeblich auf den Schwanz getreten ist, dann bedeutet das offensichtlich, dass Herr Resun irgendetwas meint, was wir nicht vermutet, nicht gewusst haben. Er könnte sich irren, es könnte ihm einfach so scheinen. Wissen Sie, wenn ich ein ehrlicher Mensch bin und keine Schuld gegenüber meinem Land, meinem Dienst, den sowjetischen Menschen, gegenüber meiner Organisation, wo ich tätig bin, verspüre,
Und wenn ich dann erfahre, dass man jemanden evakuieren möchte, würde es mich unmöglich zu einer Schlussfolgerung bringen können, dass ich flüchten muss. Ich bin nicht schuldig, dass unbedingt ich evakuiert werde. Das ist die Tat eines Menschen, der sein Land verraten hat, die Streitkräfte verraten hat, seine Kollegen verraten hat, seine Eltern verraten hat. Ein Mensch, der seine Kinder verraten hat. Hatte Rezun überhaupt persönliche Gründe für Unzufriedenheit, um in den Westen zu flüchten? Nein, er hatte sie nicht. Lassen Sie mich Ihnen die Fakten nennen. 1976 erhöhte man ihm die Dienstbesoldung und 1978 hat man ihn befördert. Er war ein Attaché und wurde zum dritten Sekretär. Man hat ihm eine Wohnung in Moskau zugeteilt und 1978 die Dauer der Dienstreise im Ausland noch um ein Jahr verlängert. Als er flüchtete, dachte man, dass dieser emotionale Stress, dieser Ausbruch die Ursache war. Dass der Mensch sich in den Verbindungen mit den Geheimdiensten verstrickt hatte. Und solche Hinweise gab es. Die Kollegen zum Beispiel, die mit ihm zusammengearbeitet haben, sagten, wenn es Verbindungen mit dem englischen Geheimdienst gab, so begannen sie Anfang 1978. Vom operativen Standpunkt aus gesehen, hatte er keine Erfolge. Es gab einen mehr oder weniger interessanten Bekannten, über den die Zentrale wie folgt urteilte. Er ist verdächtig, man sollte ihn in kürzester Zeit überprüfen. Das hat ihm, wie gesagt, den Erfolg überhaupt zunichte gemacht. Zerstörte, wie gesagt, das Aushängeschild, dass er ein operativer Mitarbeiter war. Ich habe mich an die britischen Behörden gewandt und sie gefragt, ob sie mich und meine Familie beschützen können. Sie sagten ja. Und es bleibt ihr Geheimnis, wie sie das tun. Vielleicht haben sie einen unterirdischen Tunnel nach London gegraben oder sie besitzen irgendwelche Raumschiffe. Sie haben es aber sehr professionell gemacht. Hopp, sie setzten uns Tarnkappen auf und wir verschwanden. Ein Geheimnis. Ist es auch heute noch ein Geheimnis? Natürlich, natürlich. Weil sie eine Methode dafür haben, wie sie einem Menschen die Tarnkappe aufsetzen und ihn verschwinden lassen. Natürlich ist das ein Geheimnis. Eine Technik. Eine Spionagetechnik. Haben sie ihnen gute Bedingungen angeboten? Generalsterne? Nein. Nein, nein. Das wird anders gemacht. Wenn sie ein Chef vom Geheimdienst sind und sie bekommen jemanden unter ihre Kontrolle, so ist es ihr Interesse, seien sie nun Engländer, Franzose oder Afrikaner zum Beispiel, so besteht ihr Interesse darin, mich an die Wand zu drücken und unter Kontrolle zu halten. Richtig, ja? Vielleicht. Doch, ich habe recht. Ich habe immer recht. Also, sie haben mich ziemlich harsch empfangen. Harsch in dem Sinne, dass sie mir sagten, hör zu, Kumpel, du bist natürlich hierher gekommen und wir schätzen dich wirklich sehr. Doch unsere wirtschaftliche Situation ist schlecht. Wir haben 3 Millionen Arbeitslose. Arbeitslosigkeit, verstehst du? Wir haben ja gar nichts, was wir dir anbieten können. Es ist falsch, wenn du glaubst, dass sie mir den Rang eines Obersten anbieten und ich antworte, nein, ein General muss es schon sein. Nein, nein, sie sagen, bei uns herrscht Arbeitslosigkeit. Und da habe ich erwidert, dass das eine Lüge der kommunistischen Propaganda ist. Es gibt keine Arbeitslosigkeit, ich weiß das. Es gibt in England Bahnhöfe, in London, ich war noch nie dort. Gibt es Paddington, die Victoria Station. Jetzt weiß ich das. Damals aber hatte ich nur davon gehört. Was ist das, Bahnhöfe? Bahnhöfe. Und in den Bahnhöfen gibt es Toiletten. Ich sage Ihnen, also Arbeit gibt es immer und überall. Ich bin bereit für meine Freiheit, für einen Zipfel meiner Freiheit, eure Klos zu putzen. Ich brauche euer Geld nicht. Verstehen Sie? Ich komme hier schon selbst durch. Ich putze Toiletten, doch demütigen lasse ich mich nicht von euch. Ich brauche euer Geld nicht und ich brauche auch keine finanziellen Bedingungen. Aha. Sie sagten dann, naja, gut, wir haben auch andere Arbeit. Nicht gerade Klo putzen, was Besseres. Das war mein erster Sieg. Ich spürte, dass wir uns verstanden haben. So, das heißt, ich wurde gleich befördert, von einem Toilettenputzer nach oben. Und danach gab es lauter Siege. Lauter Siege. Als wir heute kamen und uns zum ersten Mal getroffen haben, hatte ich den Eindruck, dass ich in ihren Augen eine Art Misstrauen gesehen habe. Sie haben wahrscheinlich befürchtet, dass wir nicht nur mit einer Kamera gekommen sind.
Das ist berufsbedingtes Misstrauen. Ich lebe ja seit 15 Jahren mit zwei Todesurteilen. Da wird man schon misstrauisch. Haben Sie keine Angst vor der Rückführung gehabt? Doch, ich hatte Angst. Natürlich. Sie meinen, dass man mich aus England ausweist? Ich hatte schon Angst. Das war das Einzige, wovor ich Angst hatte. Ich wusste, dass die englischen Behörden professionell vorgingen. Das wusste ich. Das heißt, man kann mich hier nicht entführen. Doch sie konnten mich ausliefern, aus irgendwelchen Gründen. Sagen wir, wegen der Entspannung in den internationalen Beziehungen. Ich konnte es nicht wissen. Ich hatte schreckliche Angst davor. Nachts habe ich nicht geschlafen. Daher schrieb ich auch so viele Bücher, weil ich Angst hatte, dass die Engländer kommen. Haben Sie jetzt keine Angst, dass man sie ausliefert? Nein, jetzt habe ich keine Angst mehr. Die Angst verflog, als meine Bücher in Polen veröffentlicht wurden. Es war wie ein Urknall. Aquarium, 2 Millionen Bücher. Eine einzige Auflage, 2 Millionen. Eisbrecher, 2 Millionen Bücher. Wie haben Sie die Nachricht vom Todesurteil erhalten? Haben Sie es gelesen? Nein. Existiert es? Ja, es existiert. Offiziell, wenn so etwas geschieht, benachrichtigen die Russen das Außenministerium, das Foreign Office, und sagen, nehmen Sie bitte das Papierchen. Sie aber antworten, nein, nein, wozu denn? Wozu sollen wir Ihnen denn die Laune verderben? Dann teilen die Engländer mir mit, dass etwas Diesbezügliches eingegangen ist. Danke, sage ich, nun habe ich Grund, abends darauf zu trinken, dass ich noch am Leben bin. Als ich das Todesurteil erhalten habe, wurde ich sofort ein glücklicher Mensch. Ich hatte keine Angst mehr. Das heißt, ich stehe jeden Morgen auf und danke Gott. Ich sage, Herr, ich müsste schon längst in der Kiste liegen. Ich bin aber noch am Leben. Es verging ein Jahr und ich lebte immer noch. Mein Gott. Sie haben irgendwelche Probleme. Ihre Frau gibt vielleicht zu viel Geld aus. Meine Frau liebt es übrigens auch, Geld auszugeben. Aber für mich ist das kein Problem. Ich bin ja quasi schon tot. So. Und all die anderen Kleinigkeiten, zum Beispiel, wenn man mir sagt, dass ich eine schreckliche Krankheit habe. Na und? Ich müsste doch schon lange in der Kiste liegen. Zum Beispiel sagt der Leiter des militärischen Geheimdienstes GRU in der Zeitung, was hat er denn dort schon zu befürchten? Wovor hat er denn Angst? In all dem höre ich eigentlich nur ein Motiv heraus. Lehne dich aus dem Fenster, ich gebe dir Erbsen. Warum denn, Füchslein? Warum soll ich mich aus dem Fenster lehnen? Wozu brauchst du mich, Füchslein? Es ist nun endlich an der Zeit, Klarheit über jene zwei Todesurteile zu gewinnen, die nach Meinung unseres Helden wie Schulterstücke an ihm hängen. Unsere Behörde, wie Sie wissen, heißt das Militärkollegium des Obersten Gerichts. Es ist ein Teil des Obersten Gerichts. Es ist für alle offen. Für jede Akte in Bezug auf jeden Verurteilten, der in den Blickwinkel des Kollegiums gerät, wird bei uns eine Karteikarte angelegt. Solche Karteikarten. Früher waren sie größer, jetzt ein wenig kleiner. In diese Karteikarte... Ist diese Kartei geheim? Nein. Hier werden Angaben eingetragen. Familienname, Vor- und Vatersnamen, durch welches Militärgericht und wann verurteilt. Und mit Hilfe dieser Karte in der Kartei können wir jede Akte finden, wo sie aufbewahrt wird. Kann man die Karte für Penkovsky ansehen? Man kann es. Zum Beispiel hier, Gordievsky, verurteilt in Abwesenheit. Denn es geht doch darum, dass Resun angeblich in Abwesenheit verurteilt wurde. Ich selbst bin beim Kollegium seit 1984 tätig und ich weiß ungefähr, welche Prozessakten da waren. Doch die Akte bezüglich Resun wurde uns nicht zugestimmt. Warum aber wurde die Akte nicht weitergeleitet? Was vermuten Sie? Sie meinen jetzt die Akte in Bezug auf Resun? Ja. Nun, ich kann mir vorstellen, dass das Verfahren nicht bis zum Ende geführt wurde. Denn das Verfahren wird nur dann dem Gericht vorgelegt, wenn ausreichend Beweise für die Schuld des Beschuldigten vorliegen. Wenn seine Schuld bewiesen wurde, kann es dem Gericht übergeben werden. Wenn nicht, so ist das Verfahren nicht beendet. Es wird entweder unterbrochen oder eingestellt, wenn es dafür Gründe gibt. Valery Mikhailovich, können Sie beim Buchstaben R anhalten? Ja, bitte. Prüfen wir auf Resum. Prüfen wir auf Resun. Redkin, Rezanov, Resin, Resnik. Hier beginnt Resun. Anissim. Nikolai Georgievich. Hier sind die Karteikarten alphabetisch geordnet. Es folgt Nikolai und Wladimir Feld. Der nächste aber ist schon Resunenko. Gut, Valery Mikhailovich, vielleicht probieren wir es auch mit Suvarov. Da behauptet wird, dass es zwei Todesurteile gab. Ja, bitte, gleich. Suvarovs gibt es bestimmt mehr als Resuns in dieser traurigen Kartei.
Verkehr beginnen zu Wardovs. Da das Ergebnis offensichtlich bekannt ist, so schauen wir gleich nach Viktor Suvorov und damit wird es wohl reichen. Und wenn wir ihn nicht finden, dann... Suvorov, Anatoli. Wir brauchen Viktor, Andrei, Vasili. Viktor Alexandrovich. Welches Geburtsjahr? Geburtsjahr 24, 1924. Suvorov Viktor Afanasievich. Viktor Dmitrievich. Suvorov Viktor Ivanovich. Das war's. Mehr gibt es nicht. Suvorov? Suvorov gibt es viele. Wladimir? Hier sind schon die anderen. Der Buchstabe M beginnt. Dass es kein Urteil, geschweige denn zwei, im Militärkollegium des obersten Gerichts gab, war für uns eine völlige Überraschung. Dermaßen, dass wir es unserem Helden nicht gleich zu sagen wagten. Seine Reaktion war genauso eigenartig, er war beleidigt. Zumindest 15 Tage Haft sollten sie mir doch gegeben haben. Woran das lag, haben wir ehrlich gesagt bis jetzt nicht begriffen und sind dann zum Schluss gekommen, es nicht mehr zu hinterfragen. Letztendlich sollte ja auch der Geheimdienst seine Geheimnisse haben. Eine Frage, die ich ganz kurz beantwortet haben möchte, mit Ja oder Nein. Träumen Sie davon, nach Russland zurückzukehren? Nein, nein. Ich bin aus Russland nie weggegangen. Ich bin aus Russland nicht weggegangen. Verstehen Sie? Ich lebe in Russland. Ich bin in Russland. Nur komme ich jeden Morgen nach England. Russland ist mein Land. Das ist mein Land. Und wenn ich mich vor Russland schuldig gemacht habe, so bitte ich auf meinen Knien um Vergebung. Man kann nicht sagen, dass ich nicht dort bin. Ich bin dort. Und trotzdem, ja oder nein, wollen Sie physisch nach Russland fahren? Physisch ja. Warum? Weil es mein Land ist. Ich will dort leben. Verzeiht mir bitte, lasst mich in dieses Land. Lassen Sie mich rein und erschießen Sie mich dort. Haltet eine Konferenz ab und entlarvt mich auf dieser Konferenz als einen Feind Russlands. Entlarvt mich. Sagt, dass alle meine Zahlen, die ich verwende, all die Zitate falsch sind. Entlarvt mich und erschießt mich. Und beerdigt mich in Russland. Lasst mich nach Russland. Ja, in diesem Fall ja. Lasst mich hin, ich bitte euch.